Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute erstens, bei Janine wird es so richtig romantisch. Zweitens, wir suchen wieder Herzblätter. Und drittens, Andrea Schirmeier-Huber, die Konditorweltmeisterin, backt mit richtig viel Liebe. Viel Spaß! Wir Männer können auch so richtig romantisch. Zum Beispiel so ein kleines Liebesschloss hier kann schon ein wunderbarer Liebesbeweis sein. Was Marcel seiner Sabine erzählt hat, das hat sogar Janine sprachlos gemacht. Gucken Sie mal. Wann hast du das letzte Mal deiner Frau eine Liebeserklärung unter, ich sag mal, 600 Zeugen gemacht? Und live im Fernsehen? Noch gar nicht. Das Gute ist, dass Marcel ein Romantiker ist vor dem Herrn. Wusstest du das schon? Ja, das weiß ich, ja. Oh. Das letzte Mal, dass ich diese Chance hatte, vor nicht ganz so vielen Leuten, war an unserem Hochzeitstag. Und seitdem hat sich nichts verändert. Ich liebe dich mindestens genauso wie am Tag unserer Hochzeit. Ich freue mich auf alles, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf uns zukommen wird. Ich freue mich auf August, vielleicht September, je nachdem, wenn wir endlich unseren Sohn bekommen. Ich freue mich darauf, wenn wir... Ich liebe dich über alles, ich werde dich immer lieben und ich bin sehr froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Manchmal spielen wir auch gerne Amor an Bord. Dann bringen wir Herzblätter, die schön zueinander passen, zusammen. Und dann ist es fast wie damals im Fernsehen, als Susi alles zusammengefasst hat. Gucken Sie mal. Kandidat Nummer 1. Gib mir 3 gute Gründe, weshalb ich mich für dich entscheiden soll. Also der erste Grund ist, glaube ich, dass du mit mir die Chance hättest, einen Mann kennenzulernen. Bei den anderen bestenfalls 2 Jungs. Mein Geburtstag steht bevor und ich wünsche mir etwas Besonderes von dir. Was würdest du schenken? Gute Frage. Ich denke mal, ich bastle mir was selber. Für dich natürlich. Dann gehe ich in den Blumenladen, hole einen Riesenstrauß Blumen und dann später habe ich noch eine große Überraschung. Kandidat Nummer 2. Ich habe mit Kandidat Nummer 1 einen Filmabend geplant. Welchen Film wird Kandidat Nummer 1 mitbringen? Also wenn ich mal so nach rechts rüber schaue, ich weiß nicht, ob du Lust auf einen Schwarz-Weiß-Film hast. Kandidat Nummer 1, wie würdest du Kandidat Nummer 2 am besten beschreiben? Ja, Rache ist süß. ja, als erstes kommt mir eine Mischung aus Silvesterrakete und Lumpensammler in den Sinn. Welche Ticks von dir sollte deine Freundin aushalten müssen, wenn sie mit dir zusammen wohnen will? Morgens bin ich nicht ganz so gut gelaunt, ein bisschen launisch, aber umso länger der Tag, umso entspannter werde ich und umso mehr kümmere ich mich um dich. So, und die letzte Frage an Kandidat Nummer 1. Durch welches Land würdest du gerne mal mit dem Rucksack reisen und warum? Oftmals ist das Schöne so nah, nur durch eine Trennwand getrennt. Also, liebe Tina, wer soll dein Herzblatt sein? Damit bleibt jetzt ein Kandidat über. Also bitte ich dich, einmal aufzustehen und dich vor die Wand hier zu stellen. Genau, du stellst dich auch vor die... Oh. So. Stellst dich auch... Oh. Nein, warte. Die Wand weg, hier ist dein Goldstückchen. Ja, ich kenne ihn. Als Gast. Nikolas ist unser Gastgeber. Der ist dir schon vorher ins Auge gefallen und du... Bekannt. Ach ja. Und glücklich mit der Wahl? Ja. Ja. Konditorweltmeisterin Andrea Schirmeier-Huber war an Bord. Und sie backt mit ganz, ganz, ganz viel Liebe. Unsere Gäste freuen sich riesig, wenn sie da ist. Gucken wir mal. Mein Name ist Andrea Schirmeier-Huber, Konditoren-Weltmeisterin und Gourmet-Pate der AIDA. Backen ist eine Leidenschaft. Natürlich bin ich 4. Generation, also es liegt so ein bisschen im Blut. Und es ist einfach sinnlich, mit Lebensmitteln zu arbeiten und dann noch im süßen Bereich. Das ist für mich wie gemacht.
mit den Gästen hier zu backen, macht sehr viel Freude, weil alle natürlich dieses Urlaubsfeeling haben und sagen, sie möchten mit Leichtigkeit das unbeschwert genießen. Es ist kein Zeitdruck dahinter, die sind offen. Und es kommt die ein oder andere Frage, mit der man auch gar nicht gerechnet hat. Und das wichtigste Rezept ist Geduld, Liebe, genaues Lesen. Die Sachen muss man beachten und dann klappt's. Also ich würde sagen, Backen macht glücklich. Also ich habe dann dem Workshop teilgenommen, weil wir selbst eine Bäckerei haben und einfach was dazulernen wollte. Am liebsten natürlich süßes Gebäck, ja. Also ich selbst backe eigentlich nie, weil mein Mann Bäcker ist. Aber ich schaue gern zu und mache auch mal was mit, wenn er was Neues kreiert, ja. Und ich denke, wir werden das auch zu Hause umsetzen, ja. Und wenn Sie mehr wissen wollen über unser Angebot, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß! AIDA ist unterwegs im Karibischen Meer. Wir reisen zunächst von Barbados nach St. Lucia, Dominica und Guadeloupe. Weiter geht es nach Antigua und La Romana. Die nächsten Inseln, die wir besuchen, sind die ABC-Inseln, Aruba, Curaçao und Bonaire. Wir machen noch Halt in Grenada und St. Vincent und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Barbados. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, Sie freuen sich schon drauf, die schönsten Bilder der Woche von unseren Schiffen mit der schönsten Musik der Woche. Bitteschön.